Moin Leute, grüß euch. Willkommen zu einem Video. Ja, es ist kalt geworden, auch im Norden. Ihr seht, alles ist mit Schnee bedeckt. Auch mal ganz schön zu sehen, ehrlicherweise. Und heute soll es um Folgendes gehen, und zwar ein Update-Video zwecks der Standgeräuschmessung. Das Video ursprünglich, was ich vor 2 Wochen hochgeladen habe. Und ich möchte an der Stelle auch auf 1, 2 Kommentare eingehen, die unter anderem vollkommen berechtigt waren. Deswegen ist das Auto jetzt auch hier so aufgestellt, wie es aufgestellt ist. Also ganz grundsätzlich. Das erste Kommentar, was ich aufgreifen möchte, ist, die Messung erfolgt bei geschlossener Klappe. Ich will euch gleich was zeigen. Es ist bei diesem Auto im Serientrim nicht möglich, egal in welchem Modus, das Auto bei geschlossener Klappe zu messen, da die Klappe immer bei 3.500 Umdrehungen ungefähr aufgeht. Ja? Und das zeige ich euch jetzt. Eine grundsätzliche Sache noch, man kann es in der Verordnung nirgendwo lesen, aber die Info, die man am meisten findet, ist, dass das Auto in dem Modus gemessen wird, in dem es startet. Und der Golf 8R startet standardmäßig im Sportmodus. Das ist quasi der Normalmodus. Ich zeige euch das eben. Ich mache jetzt hier mit Absicht einmal auf Race. Das ist der lauteste Modus. Klappen sind jetzt im Stand, beide geöffnet, und es sollte auch knallen. Mal gucken. Ja. Oh, ihr hört das. Und jetzt mache ich das Auto gleich aus und starte neu. Und dann werdet ihr sehen, das Auto hat sich automatisch in den Sportmodus gepackt. Oh, wir machen also aus. Wir machen wieder an. So, jawohl. Und Mode, wir sind automatisch im Sport. So Leute, nochmal ganz kurz, das hatte ich mir verpeilt zu zeigen. Wegen der Fahrmodi. Welche gibt es denn überhaupt? Also, wir hatten ja schon gesagt, das Auto startet in Sport. Ja, da sind die Abgasklappen also im Stillstand quasi bei 1000 Umdrehungen, und bei geschlossen gehen dann aber bei 3.500 Umdrehungen auf. Okay. Dann haben wir noch Race, da sind die Klappen im Stand immer geöffnet, unabhängig der Drehzahl. Und dann noch dieses Special-Modus Drift und Spezial, das nimmt sich aber nichts in der Klappensteuerung, die sind gleich. So, dann bleibt doch mal. Und was ich gesagt hatte, wir hatten nur noch einen Modus hier, das ist der Komfortmodus. Das ist der leisestmöglichste Modus beim Golf 8R. Und ihr seht, wenn ich hier auf Komfort drücke, dann ist hier auch mein Gangwahlhebel auf E. Das ist also quasi der Eco-Modus. Ja, in jedem anderen Auto GTI und normalen Golf würde der Eco-Modus heißen. Im Golf heißt der Komfort. Und genau, in diesem Modus sind auch alle folgenden Messungen erfolgt. So, jetzt sind wir wieder hinterm Auto. Ihr habt gesehen, Auto startet automatisch im Sportmodus. Und ja, jetzt werden sich ja sicherlich noch die Kommentare weiterhin halten. Das Auto muss mit geschlossener Klappe geöffnet werden. Wie gesagt, das ist nicht möglich. Das Auto ist jetzt in Komfort, das ist sozusagen beim 8R der Eco-Modus. Das ist der leisest mögliche Modus, und wir werden gleich sehen, bei 3500 Umdrehungen gehen die Klappen trotzdem auf. Mach mal. Und geschlossen. Mach nochmal. Ich denke, man hat auch das Klappenrasseln gehört. Also wir sind jetzt im Komfort-Modus. Und die Klappen gehen trotzdem auch bei 3.500 Umdrehungen. Das heißt, man kann dieses Auto einfach nicht mit geschlossener Klappe messen im messrelevanten Bereich. Ja, das geht einfach nicht. Beim Klappenmodul geht es vielleicht, aber ja, das kann ja nicht die Lösung sein. Und auf der anderen Seite erlischt dann auch die Betriebserlaubnis sowieso. Ne? Also von dem her, glaube ich, ist das keine solide Lösung. Gut, wir wollen es trotzdem nochmal messen. Denn der zweite Kommentar, auf den ich eingehen möchte, dass ich das Auto falsch aufgestellt habe. Und ja, ich würde sagen, dass kann ich unterschreiben. Ich hatte das Auto auf einem Tiefgaragendach aufgestellt, und da war tatsächlich links und rechts Mauer in der Nähe, wo natürlich der Schall reflektieren kann. In der Richtlinie steht nichts drin von 7 Meter oder sonst was, einfach auf der Mitte des Prüfgeländes. Ich zeige das mal eben. Also hier sollte jetzt wirklich nicht sein, die Bäume, gut, also abholzen kann ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall jetzt anders aufgestellt als auf der Tiefgarage. Und ja, genau. Da stand noch mit drin. Ach genau, und was noch wichtig ist, es wurde gesagt, man muss die Nebengeräusche, die dürfen höchstens, Windgeräusche, alles was da drumherum ist, die dürfen höchstens 10 oder die müssen 10 Dezibel leiser sein als das Geräusch, was wir messen wollen. So, ich bin jetzt mal ganz still. Ich gehe noch ein Stückchen vom Auto weg, weil das ist ja gerade noch an. Also Umgebungsgeräusche 45 bis 50 Dezibel, auch voll im Rahmen. Gut, alles klar. Dann messen wir jetzt nochmal. 50 cm Abstand, Winkel von 45 Grad. Und ich stelle hier den
Max-Wert ein. So. Ja. Nochmal. Ich würde sagen, einen machen wir noch. Jo. Gut. Wir haben jetzt also im Komfortmodus, wie gesagt, im leisestmögliche Modus zwischen, ich glaube, ich hatte 88 und 90 Dezibel gemessen. Wir sind also, ich sag mal, voll in der Toleranz drin. Wir reizen die komplett aus. 84 Dezibel sind eingetragen mit 3750 Umdrehungen und wir sind hier bei 88 bis 90. Also ich sage euch nach wie vor, das Problem besteht, man kann dieses Auto nicht mit geschlossener Klappe messen. Das ist faktisch einfach nicht möglich. Und ihr habt das ja selber gehört, ich habe es demonstriert. Und naja, dass man also im Serienmodus dann, ich sag mal, schon die Toleranz komplett ausreizt, das kann es eigentlich nicht sein. Und also vielleicht noch eine Sache, mir geht es ja jetzt nicht darum, hier den absoluten Wahrheitsanspruch zu erheben, sondern ich will ja eigentlich nur eine Polizeikontrolle simulieren. Ja, also was passiert, wenn mich die Polizei anhält und dann so eine Geräuschmessung macht und wenn ich Polizeibeamter wäre, ja, das ist ja, darum geht es ja nur, das ist ja die Momentaufnahme, dann würde ich das Auto einsacken, weil 5 dB drüber sind 5 dB drüber, Toleranz hin und her. Mein Anfangsverdacht wäre vielleicht bestätigt. Und ja, dann würde ich das Auto mitnehmen und der Prüfer beim TÜV oder der Sachverständiger, der würde dann feststellen, okay, das passt alles. Trotz dessen ist für den Moment das Auto erstmal weg gewesen. Und das ist das Riesenproblem, auf das ich eigentlich anspielen will. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde VW nochmal schreiben. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, macht das auch gerne. Ich denke, mehrere Leute können da vielleicht auch was bewirken oder zumindest mal eine Reaktion erzwingen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mal hier. Freude teilen lohnt sich. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt öfter sowas sehen, dann teilt das Video gerne, kommentiert, abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.